Hallo Leute, ich bin Anwalt und willkommen zu einer weiteren Folge von Going Medical. Willkommen zu Longwolf Tau. Ja Leute, hier seht ihr, ich habe nicht viel geschafft. Also diese Idioten haben immer noch nicht geschafft, den Dach zu machen. Zu Ende zu bauen. Ja. Allerdings, ich habe hier geschafft, schon mal eine rustikales Bibliothek zu machen. Denn wir brauchen Bücher. Ja, jemand muss jetzt Bücher schreiben zum Entwickeln. Ich habe hier jetzt Lagerräume gebaut und jetzt möchte ich eine Sache hier noch bauen. Ich möchte hier die Bäume weg haben. Ich möchte jetzt hier eine Küche bauen. Ja, und wie gesagt, also ich wusste nicht, ich weiß immer noch nicht, ob wir jetzt nur Küche machen oder Küche mit dem Schlafzimmer. Wenn wir jetzt am Ende uns doch entscheiden, ein Hotel draus zu machen, dann bauen wir ein Hotel. Aber erstmal eine Küche. Ja, erstmal wird hier eine Küche stehen. Und da brauche ich jetzt Boden. So Leute, dann noch eine Sache. Ich habe 10 mal 11. 10 habe ich gesagt. Erstmal 10 mal 11. So groß. Erstmal die Küche sein. Wie gesagt, wenn wir uns umentscheiden, werden wir es vergrößern müssen. So, ich habe, ich wollte sagen, 2 Leute verloren. Denn es ist so, ihr seht, ich habe jetzt Schlafzimmer, also Schlafplätze, 6 Stück gebaut. Die waren da, wir haben gekämpft, die waren verletzt. Und angeblich in diesem Spiel geht es nur Heilung, wenn man so einen Schlafplatz hat. Ja, die schlafen im Regen, ist gesund. Jetzt erstmal aber eine Küche, wo dieses Gerät hier reinkommt. So, der steht draußen, ja, Fleisch und so weiter. Das Feuerstelle, die lasse ich draußen erstmal. Meine Leute sind irgendwie faul. Also die tragen nichts rein. Da liegt alles hier rum, wie ihr seht. Total schmutzig, total dreckig. Aber die sind faul. Das juckt nicht mal. Weil hier zum Beispiel, ne, können sie immer noch kein Loch fertigstellen. Also die haben nur noch nicht das Ganze fertig gemacht, wobei die haben das Material schon beisammen, nur die wollen das nicht. So, die Leute sind irgendwie, wir werden das nicht machen. So, ne? Und das mag ich überhaupt nicht, wenn man hier so ein Loch hat. Ja, irgendwie. Vielleicht wenn ich jetzt mal, tun sie das irgendwie. Aber ich bin mir da nicht sicher, Leute. Also ich bin mir da nicht sicher. Mit meinem Bewohner, die nichts tun wollen, da bin ich nicht so sicher. Das haben wir ja auch. Da liegt sogar Medics und die tun das nicht mal rein. Die sind so richtig faul. Die mögen nur bauen. Also bauen tun sie ziemlich schnell. Oder ja. Zumindest eins tun sie ziemlich gut.
Ich überlege mir gerade, Leute, ob wir wirklich erstmal ein Hotelzimmer machen. Also ein richtiges Hotel. Dann machen wir ein wenig größer. Dann machen wir das also 15 mal 15, das wäre zu riesig. Leute, also 15 mal 15. Wir haben jetzt 11, ne? 12, 13, 14, 15. Das wäre hier irgendwo. Also 11. Ja. Und dann noch 4. Das werde ich euch gleich mal zeigen. Nochmal 10 drauf. Und dann noch 4. 1, 2, 3. 4. Das wäre so. Okay, also so riesig ist das nicht. So riesig ist es doch nicht. Aber hier müssen wir auch noch 15 machen. Das wäre bis hier. Das wäre ein Riesenhotel. Wobei, ich glaube, wir machen das mal. Wir machen das mal. Ja, Hotel. So. Hotel ist das noch nicht. Das ist nur der Boden, weil die Wände, die kommen später. Allerdings, ihr müsst so vorstellen, hier wird gekocht, hier wird Fleisch verarbeitet und dann gibt es hier eine Treppe nach oben und hier werden Tische sein, ne? Jetzt haben die genug zu bauen. Dann werde ich oben noch ein paar Betten hinstellen, ja, bevor wir die Häuser anfangen zu bauen, weil die Häuser, Leute, die Häuser, das ist mit dem Häuser so eine Sache. Ja, also das habe ich letztens schon problematisch gefunden und diesmal wird es sowieso. Ich glaube, ich gebe denen noch mal einen Job, und zwar hier das Ganze wegzurufen. Weil der sieht unschön aus. Das hier noch mal gerade wegrufen. Ja, zumindest bauen tun sie. Ich kann jetzt schon Wände machen, zum Beispiel wir machen, ich will aber etwas ausprobieren, deswegen will ich da was gucken. Warum auch immer die das hier nicht zu Ende bauen. Vielleicht soll ich das hier den Dach nochmal abreißen und sie dann bauen lassen. So, die haben Rüstung. Also ich habe offscreen gekämpft, ich habe jetzt schon die letzte Rüstung dem Henry gegeben, denn der ist eigentlich unser Speerkämpfer und der braucht Verteidigung. So Leute, wir warten noch ab, bis es irgendwie fertig ist, dann fangen wir an mit den Tischen. Ich werde hier das Platz lassen, weil ich möchte hier eine Treppe nach oben. Hier werden dann die Tische stehen. Hier wird gekocht, hier wird Fleisch verarbeitet, also ein 5-Sterne-Hotel. Dann oben werden nur Betten sein, also da werden nur Leute schlafen. Ich könnte natürlich jetzt schon Wände machen. Es gibt ja Clay zum Beispiel, ja, also Clay sieht aber kacke aus. Es gibt Steine, das sieht dann so aus wie hier. Sieht auch nicht gerade hübsch aus, ne? Es gibt aber andere Steine, ja, und die möchte ich haben. So, minus 70 Bücher.
Also keiner schreibt Bücher, oder was? So, jetzt alle erstmal pennen. Da liegen Bücher, aber die tragen die nicht weg. Ja, 30 Punkte. 30 Bücher, die tragen die aber nicht weg. Weil die zu faul sind. Meine Leute sind faul. Das sind wohl lauter Bauarbeiter. Ich habe jetzt einen Schwertkämpfer, einen Axtkämpfer und einen Speer- bzw. Stockkämpfer. Denn diese Waffe war besser als mein Speer. Und das habe ich ausgerüstet. So, jetzt gibt es nicht nur halt Küche, ja, sondern gleich mal ein ganzes Hotel. Damit es halt zu meinen vorherigen Folgen etwas anders aussieht. Wobei Lagerraum sieht genauso aus, aber anders Lagerraum zu bauen, ja okay, wir könnten dreistöckige Lagerhaus bauen, ja, dann das hätte aber nichts gebracht. Ja, es wäre halt dreistöckig. Aber wir müssen ja beim Mittelalter bleiben. So, Entschuldigung, ich war ein bisschen abgelenkt. Wir warten, bis die aufwachen. Ne? Und Holz haben wir wirklich viel. Ich weiß auch nicht, warum die den Dach nicht zu Ende bauen. Ja, und das gefällt mir, ehrlich zu sein, nicht so. Weil hier sieht alles schön aus und hier sieht alles kacke aus. Weil die das Ganze hier nicht bauen. Soll ich das Ganze mal abreißen, damit die das neu bauen? Weiß ich nicht. Also wir können das mal versuchen. Also wir können das versuchen. Nur ich habe das vom Gefühl her, dass meine Leute sagen, hey, kann ich nicht, ich mache es nicht, ich mache es nicht. Und dann ist halt schlecht. Da ging doch. Die machen es nicht. Die bauen lieber am Boden. Um Reis ab oder die fressen. Reiß das ab. Wir verfluchten Faulenzer. Ich will, dass ihr das abreißt. Ich will das fallen sehen. Ja, die haben aber viel zu tun mit dem Boden. Das kann ich irgendwie auch verstehen. Also ein Schlafplatz, ein Hotel, ne, also das ist. Die haben das hier noch nicht mal gemacht. Und das hier noch nicht mal gemacht. Oh meine Güte. Also Lehm haben wir. Clay. Ja. Um das Ganze hier zu machen. Den, 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 den. So, jetzt mal gucken.
Die haben beide schon Holz gelegt, jetzt muss nur noch gebaut werden. Yeah. Die machen das. Leute, die machen das. Wirklich. Ja. Da werde ich doch bekloppt. Ich werde bekloppt. Neues Dach bauen. So. Und zwar im gleichen Dach wie vorhin. Und wir bauen jetzt das nie. Dann gibt es Haue. Dann sehe ich andere Methoden. So, jetzt. Dach wartet. Hallo, der Dach wartet. Ich kann hier warten. Könnt ihr euch auch aufteilen, ne? Habt ihr davon was gehört? Habt ihr davon was mitbekommen, dass ihr da euch aufteilen könnt? Also zwei oder drei Leute am Boden reichen vollkommen. Warum baut er hier nicht? Das begreife ich nicht. Also der baut hier. Hier hat er gebaut. Hier allerdings nicht, ne? Der baut hier auch nicht. Schon wieder. Warum? Warum bloß? Also hier hat er ganz normal gebaut. Hier will er nicht. Und jetzt, wenn der hier der Dach fertig ist, wird hier nicht gebaut. Das ist das Problem. Dann haben wir wieder das Problem. Wie vorhin. Warum baut er hier nicht? Ich verstehe nicht. So, hier ist fertig. Das bedeutet, das hier wird abgerissen. Und wird das mal hier reingesteckt. So will ich ihn haben. So. Zacka. Du sollen wir das nach hinten verschieben und dann die Wand. Nee, wir wollen das hier holen. So, bitteschön. Warum die das hier nicht machen, könnt ihr mir das mal vielleicht in den Kommentaren schreiben. Warum die das Dach nicht zu Ende bauen? Also ich habe jetzt neu gebaut. Die haben das Dach wirklich gebaut. Allerdings schon wieder nicht zu Ende. So, der Boden ist fertig. Dann können wir schon mal Tische stellen, ne? Können wir schon mal hier so die Tische stellen. Mit Sitzangelegenheit und ja, dafür müssen wir zum Möbel greifen. Es gibt ein langes Tisch, es gibt ein breites Tisch, Medium. Ich bin dafür, dass wir den breiteren nehmen. Und ich bin dafür, dass wir es mal so drehen.
zweimal, dreimal, viermal. Da kommt die Treppe. So, da kommt die Treppe. Und hier kommt erstmal die Sitzgelegenheit. Erstmal die ganz normalen Sitzgelegenheiten. Also später kommt etwas Reiches hinzu. Erstmal so ganz normale Sitzgelegenheit. Da habe ich wohl ein bisschen. So, ich hoffe, dass ich jetzt richtig gebaut habe. Ja, zumindest hier ja. Die Glocken sind schon geil. So, ich muss mal jetzt von nah betrachten. Ja, mehr oder weniger sieht gut aus. Der Tisch. Ein paar Stühle. Ja, da wir das Ganze hier neu gebaut haben, muss ich schon wieder sagen, dass die da Fleisch ununterbrochen bearbeiten. Ich glaube, den Stuhl habe ich jetzt falsch gesetzt. Ne? Ja, die beide habe ich falsch gesetzt. Weil hier halt Müll liegt und ich sehe nichts, wo ich da ganze, wo ich das Ganze richtig stelle soll. So, jetzt bitte nochmal. So, also. Hotel wird gebaut. Und hier noch einen, da noch einen. Sind halt nicht so viele Leute, aber es kommt ja, es kommt. Hier bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, hier habe ich ein wenig vermasselt. Ja, guckt euch das an. Also die sitzen und essen und es regnet und das ist schön. Die graben dort rum. Ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig das gemacht habe. Dort einer. Also erstmal ja, später wird natürlich anders gemacht, also bessere Schule und so, ne, Komfort und so, und dann gibt es mehr Sterne am Hotel. Hotel Mama wird es heißen. Letzte zwei Stühle und dann haben wir das Hotel Mama schon mal halb fertig. So, jetzt fehlt nur noch der Ofen, den wir später noch hinklatschen. Minus 60 Bücher. Weshalb? Die Schreibbücher, warum trägt die nicht rein? So, die kloppt immer an Stühlen rum. Hier wird Clay. Ich weiß nicht, soll ich jetzt doch die Wände aus Clay machen? Also, ja. So rustikal, halb rustikales Hotel.
Oder sollen wir abwarten, bis wir Steine machen können? Bessere Steine produzieren können, wie hier zum Beispiel. Claybricks da. Und das wäre dann. Claybricks will ich nur für hier Stone. Stone wäre cool. Glaube ich. Herzlich willkommen in Lone Wolf Town. Was bist du für einer? Du bist ziemlich verletzt. Wie Orca. Wie Orca. Warum gibt es hier eigentlich? So, bitte alles mitnehmen. Das könnt ihr auch alles mitnehmen. So, Bioka, jetzt zu dir. Was bist du? Du hast Hunger. Ist mir egal. Was bist du? Du bist eine. Oh. Wow. Der ist ein guter Schmieder. Also merken für die Zukunft. Hey, bleib mal stehen. Du wirst im Schaschlik verarbeitet. Schaschlik. Steak. Im Hotel Mama. Und dann noch Hasensteak. Rehsteak. Das muss aber hier alles weg. Es muss einfach gesäubert werden. Und ja, Jobs. Leute, ich werde jetzt doch hier alle gleichzeitig machen, weil es ist so, das habe ich versucht nur bei den, also die halt nur das, was die halt können zu machen, hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert, dann haben die überhaupt nichts gemacht. Okay. Was wirst du sein? Also, im Hotel Mama wird am Tisch gegessen. Irgendwie kochen ja auch alle. Einer nach dem anderen. Joker pennt. Jetzt wird es geheilt. Jetzt wird es geheilt, weil jetzt haben wir Betten bzw. Strohboden. Das sind auch Heilungen, die niemanden interessieren. Da wird nicht abgeholt. Hier das Loch nicht zugemacht, weil das keinen interessiert. Ihr blöden, blöden. Vielleicht Bioka ist kluger. Vielleicht wird er machen. Von wegen. Bioka sagt ja, könnt ihr mich mal. Werde ich hier nichts machen. Nichts. Wie die anderen. So, ich bin am Überlegen, was für Waffe ich denn gebe. Soll ich so einen Klopper, was da liegt, denn geben? Die ist zwar schwach, aber irgendwie muss ich ihn aufrüsten. Jetzt fällt das nicht rein. Das ist doch scheuer. Also ich bin am Überlegen, wirklich diesen Hotel aus Lehm zu machen.
habe ich hier ein Loch, bin nicht reingehen will. Habe ich hier ein Loch, bin nicht jetzt gestopft sein will. Man muss hier richtig einen Punkt treffen, ansonsten geht er nicht rein. Hier ist nicht der Punkt. Hier ist auch nicht. So, nicht. Ne, es geht nicht. Also lassen wir es jetzt mal. Dann haben wir dort ein Blumsklo. Wir haben Herbst. Schön. Schön, schön, schön. So Leute, wir machen jetzt etwas, wir versuchen mal etwas. Also ich kann euch nicht versprechen, dass das so bleibt. Aber wir versuchen was. Und zwar, wir versuchen mal die Wände aus Lehm zu machen. Und nein, ich habe jetzt nicht Holz mit Lehm vertauscht, sondern ich will jetzt hier so Balken mit Holz machen. Und dann so Holzwände machen, also Lehmwände, ja. Damit die Häuser irgendwie alle nicht gleich aussehen, will ich hier erstmal so Holzbalken und dann Lehm. Wände, was ziemlich kacke aussehen, das kann ich euch garantieren. Aber es ist normal. Dass bei mir das ganze kacke aussieht, das ist normal. So, das wird so kacke aussehen. Dass ich gleich mal sagen will, dass das nicht ich gebaut habe, dass es nicht mir gehört. Und überhaupt, ich bin gar nicht da. Leute, das wird kacke aussehen. Aber die brauchen Schlafräume. Wir haben nicht mal ein Bett, beziehungsweise nicht mal einen Raum zum Schlafen. So. Aber schon mal, schaut schon mal ziemlich, ziemlich bescheuert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Lieber, lieber. Ich muss umdrehen. Falsche Richtung umdrehen. Hey, hallo, umdrehen, nicht weitergehen. So, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, vier, fünf. 7. Ja. Gut aus. Sieht verdammt gut aus. Nicht wirklich. Hey, was macht in unserem Hotel ein Reh? Okay. Also. Die zwei vertauschen. Hier so auch so Holz. Holz machen. Das weg. Da weg. Weg. Haben wir den Master. Und gleich hier und hier. Weg. Hier. Und hier. So, dann hier wird die Tür. Und die Tür.
So, willkommen im Hotel. Ist fertig. So, jetzt bleiben. Nein, natürlich nicht. Aber ich möchte erstmal dem Typen hier aufrüsten, denn ich hab das Gefühl, dass bald die Leute kommen und ihm sagen, hallo, ihr habt da was. Der schuldet uns 1000 D-Mark. Also wenn man 1 Million Euro. Und ihr habt ihn bei euch, können wir ihn wieder zurückhaben. Und wir sagen natürlich, nö. Warum? Ist nicht unser Problem, dass er euch was schuldet. Ne? Er ist jetzt einer von uns. So, Problem ist, dass noch keine Lehmwände gebaut wurden, damit ich euch zeigen kann, wie kacke das ist. Bauen sie absichtlich nicht. Die bauen das absichtlich nicht, damit man nie sieht, wie kacke das aussieht. Aber doch, hier, haben wir schon gebaut. Also, sieht so kacke aus, da kann ich nicht erschießen. So, aber notwendig. Notwendigkeit ist alles. Dass die Notwendigkeit besteht, hier eine Treppe zu bauen. So. Ja, genau so will ich. Und dann der Boden kommt drauf und dann die Betten. Und jetzt haben wir ein Hotel. Vielleicht brauchen wir keine Häuser, also wir leben alle in einem Hotel. Moment, Leute. Ich glaube, das war es. Ja, klar. Ich hoffe, du verpisst dich jetzt nicht. Der verpisst sich, weil ich falsch gemacht habe. Mist. Zum Glück habe ich ihn jetzt nicht eingezogen. Mist, 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 Mist. Und ja, Fenster kommen auch. Ne? Ich muss mal gucken. 1, 2, 3. Ja, der hat sich verpisst. Hier so, glaube ich, so ein Fenster rein. Den Blatt ohne Fenster kann ich das nicht machen. Moment. Natürlich in Lehm. So, damit es authentisch aussieht. Hier genauso. Mist.
Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich jetzt falsch gedrückt habe. Jetzt warten wir ab, bis es halt... Nee, es wird zu lange dauern, Leute. Ich glaube, ich mache Folgendes. Ich verabschiede mich erstmal von euch. Sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist. Nächstes Mal werden wir das Ganze nochmal machen. So. Ich werde jetzt, glaube ich, nicht aufspringen. Das Ganze machen. Hier ein Fenster. Dann. Hier ein Fenster. Ja, genau. Jetzt muss er nur noch gegenüber. Ein Fenster. Ich glaube nicht, dass es jetzt gegenüber ist, aber so, wir haben jetzt das erste Hotel, das ist ziemlich riesig, aber wie gesagt Leute, es kommt jetzt hier noch einen Kochplatte, Tisch, was auch immer, hier werden andere Tische dann gebaut mit gemütlichen Sesseln und so weiter, auch wenn das kacke aussieht. Vielleicht werde ich sogar später die Wände dann ändern. Je nachdem. Ich glaube, uns fällt Lärm. Also Leute, wir machen dann hier abspeichern. Und werden uns mal gemütlich verabschieden. Das war ein bisschen falsch, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, das war hier ziemlich falsch. Mist. Okay, ich will nicht den Boden graben, deswegen werde ich mich so schnell wie möglich verabschieden und ich werde das Ganze auch mal korrigieren, denn die werden jetzt im Boden graben, das möchte ich garantiert nicht. So. Die machen mir dann Löcher. So. So Leute, jetzt. Wie gesagt, Leute, also wir haben heute jetzt einen Teil vom Hotel gebaut. Also das wird jetzt wirklich nicht nur eine Küche, das wird ein Hotel. Wir haben so beschlossen. Mit wer meine ich mich? Natürlich. Und ja. Wenn euch gefallen hat, dann wisst ihr, was gekommen ist. Ne? Und bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal, Roland, haut rein. Ciao.